So, schau mal, einer guckt, da sind wir schon wieder in Akiba. Verkabelt ist er auch schon, der gute Mann. Und jetzt wird gleich wieder gedreht. Und The Lazy Boy. Der macht heute wieder einen Tag off, beziehungsweise der rennt mit dem Rest der Crew rum, die drehen B-Roll und ich bin hier in den gescouteten Locations zugange und dann sehen wir uns erst heute Abend wieder. Ich würde so gerne mit euch mitkommen. Das wird super. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Hallo. Ja, wenn sie mich alle angucken, müssen sie damit rechnen. Wir sind halt immer noch in Akihabara. Die Einheimischen sagen Akiba. Es ist ein super schöner District. Ziemlich sauber, obwohl man hier nirgends irgendwie Mülleimer findet. Aber das Problem hatten wir ja, in Seoul schon. Hier gibt es viele Maid-Cafés, ja, diese kleinen, süß angezogenen Mädchen, die alle nicht fotografiert werden wollen, ohne dass man irgendwie 100 Euro für ein Foto bezahlt. Hier gibt es viele Arcade-Hallen und das Lieblingsspiel der Japaner, Pachinko, wo man sogar für kleinere Umwege um Geld spielen kann und nicht nur um irgendwie Waschmittel oder sowas. Ja, ist auf jeden Fall interessant. Diese Hallen, ja, da darf man leider nicht drin filmen, die sind wahnsinnig laut und super stickig und von oben bis unten gerammelt voll. Wir sind jetzt hier am Tokyo World Trade Center, das sieht so aus. Und da gehen wir jetzt hoch und gucken mal, wie die Aussicht auf die wunderschöne Stadt ist. Und vor allem versuchen wir jetzt mal, die dicke Kamera mit reinzukriegen, ohne dass sie uns irgendwie... Ihr wisst schon. So, ich bin jetzt hier im Tokyo World Trade Center und kann nur ganz kurz eine Aufnahme machen, weil eigentlich ist Video hier auf dem Tod verboten. Nein, nicht auf dem Tod, aber absolut verboten. Wir haben gesagt, wir machen ein kleines persönliches Projekt, was es ja auch am Ende ist. Und ja, ich habe euch jetzt mal versucht, ein kleines Timelapse zu machen. Hier ist übrigens der Tokyo TV Tower oder sowas in der Art. Also der da. Und ich hoffe, euch gefällt die Aussicht. Wir sind jetzt hier bei so einem richtig schönen Ramen-Restaurant und essen jetzt mal klassische japanische Nudelsuppe. Also, da freue ich mich richtig drauf. Ramen for everybody. Wir sind jetzt hier am Soshoji-Tempel. Der ist direkt neben dem Tokyo Tower. Unser super Guide hat uns erzählt, dass viele Japaner sind halt gar nicht mehr religiös. Aber der Tempel wird halt weiterhin besucht, weil sie sozusagen, also sie beten auch zum Teil, obwohl sie nicht religiös sind. Aber es ist so ein bisschen so eine Erinnerung an die alten Zeiten, an als noch viele Leute religiös waren zum Beispiel. Und außerdem ist es auch ein krasser Touristenplatz, ja, also ein krasser Ort für Touristen. Also ich finde es auf jeden Fall mega krass. Ist sehr beeindruckend und auch mit dem Tokyo Tower dahinter, der heute mal nicht von Godzilla angegriffen wird, wie mir scheint. Jetzt muss man hier ein bisschen aufpassen, dass man nicht überfahren wird. Fährt die Ambulanz. Hier sind lauter Leute, die mich angucken, als wäre ein Außerirdischer, wenn ich filme. Also gestern war es ja hier total verregnet am Shibuya Station. Aber heute bestes Wetter, gerade Sonnenuntergang mehr oder weniger. Und hier ist gut was los auf jeden Fall. Und jetzt gehen auch die Leute los. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich eins der klassischsten Bilder in Tokio. Super viele Touristen, die einfach in der Mitte stehen bleiben, so wie ich. Dann diese geilen Reklametafeln.
Und wo ist Flo? Kein Mensch weiß, wo Flo ist. Das ist zu schade. Ich glaube, ich laufe jetzt hier das dritte, vierte oder fünfte Mal über diese Straße, weil es einfach viel zu schön ist, immer wieder diagonal drüber zu laufen. Das haben wir ja in Berlin nicht so oft. Und würde sagen, ich beende einfach den Vlog für heute, vorsichtshalber. Und ja, dann sehen wir uns einfach morgen bei einem neuen Tag in Japan. Und vielleicht kriege ich ja noch ein Bild von Flo hin. Mal gucken, vielleicht sehe ich ihn heute nochmal. Ansonsten... Sayonara! Oh, guck mal, wie ich gefunden habe! Lars! Lars, oh Gott, es ist unglaublich schön, dich zu sehen! Diese Stadt ist so wahnsinnig groß. Wir haben heute so viel gedreht. Das waren 11,5 Stunden. Ich kann die Eindrücke alle nicht verarbeiten, Lars. Wenn ich nicht meine Familienehre beschmutzen würde, würde ich mich jetzt einfach hier gerne auf Fütterstellung auf den Boden legen und weinen. Wir sehen uns morgen, dann machen wir mal eine Roomtour. Ich will ins Bett. Nee, Spaß, lass mal Tokyo Lifestyle, Nightlife tun.